Ist ein Kaltwinter nach dem alten Mittel 1961 bis 1990 überhaupt noch möglich in Deutschland? Ja, vielleicht. Vielleicht durch den Unterwasservulkan Hunga Tonga, der im Januar 2022 eruptierte und Unmengen an Wasserdampf in die Atmosphäre schleuderte. Und was das für Auswirkungen hatte und haben wird, das besprechen wir in diesem Video. Bleibt dran. Es wird spannend. Ja, als allererstes schauen wir uns einmal die Erdatmosphäre an, um ganz kurz einmal die Grundlagen zu bekommen. Die Y-Achse zeigt einfach nur die Kilometer an. Also ich zeige es auch nochmal ganz kurz mit meiner Maus hier. Diese Y-Achse zeigt die Kilometer an. Unten ist Boden, Null, Flachland, Tiefland, tote Hose. Und hier oben 120 Kilometer, da lebt keiner mehr. Wir befinden uns demnach also in der Troposphäre. Sieht man hier unten nämlich 0 bis 10 Kilometer Höhe, das ist die Troposphäre, da leben wir, da wird unser Wetter auch gemacht und dort spielt eben die ganze Musik ab. Bisschen interessanter wird es dann zwischen 10 und 50 Kilometern Höhe, da findet nämlich auch eine Menge statt in der Stratosphäre und das ist auch ein entscheidender Teil für den Winter, für den Polarwirbel, der ist nämlich in diesen 50 Kilometern Höhe und dort findet er statt, dort dreht er seine Kreise und dort macht er das Wetter, was nachher abgegeben wird und sich unten am Boden irgendwann widerspiegelt, gerade auch bei einem Major Warming zum Beispiel. Und jetzt ist das Ding, dass der Wasserdampf logischerweise auch in die Stratosphäre steigt. Und der Zusammenhang zwischen Stratosphäre und Troposphäre, den werden wir uns zusammen angucken. Grundsätzlich kann man nämlich sagen, dass Treibhausgase, egal ob es Methan ist, CO2 ist, Schwefel ist, Wasserdampf ist, egal was, alles kühlt die Stratosphäre. Ja, ihr habt richtig gehört, es kühlt die Stratosphäre, also den Bereich zwischen 10 bis 50 Kilometern Höhe, aber wärmt eben die Troposphäre auf 0 bis 10 Kilometer Höhe. Deswegen haben wir eine Klimaerwärmung und dementsprechend wird es bei uns wärmer auf der Erde. Schauen wir aber erst einmal auf das, was passiert ist. Und zwar auf der Y-Achse seht ihr hier die Menge an, also in Teragramm gemessene Menge an Wasserdampf in der Atmosphäre. Im normalen Zustand sind wir bei 1560 ungefähr, um und bei Pi mal Daumen. Also 1560 Teragramm. Und auf der X-Achse seht ihr eben die Tage nach der Eruption. Und da kann man eben sehen, es gibt einen signifikanten Anstieg an bis zu über 1700 Teragramm, also insgesamt in der ganzen Atmosphäre. Das ist ein Anstieg, wenn man es vergleicht, von 10%. Und das ist für eine einzelne Eruption unfassbar. Unfassbar. Und jetzt schauen wir mal. Der Hunga Tonga, den ihr übrigens im Hintergrund auch seht oder gesehen habt am Anfang, zumindest die Eruption davon, der befindet sich im Südpazifik, eben auf der Südhalbkugel. Und dort ist er ausgebrochen. Er ist ein submariner Vulkan, das muss man auch dazu sagen. Das heißt also, dass er unter Wasser ausgebrochen ist und auch lebt, sag ich mal, lebt in Anführungszeichen. Und da ist jetzt der Punkt, dass er eben dadurch auch die ganze Menge an Wasserdampf ausgestoßen hat. Oder eruptiert hat. Das ist zwangsläufig so, weil er ja durchs Wasser muss. Und jetzt sehen wir auf dieser Grafik hier, dass die Südhalbkugel, das ist jetzt übrigens die Grafik vom 1.8. bis 23.8.2022, also im August, und da sieht man, dass jetzt die Stratosphäre, ja, die Karte für die Stratosphäre, die Abweichung dazu, die, an sich, wir zeichnen mal ganz kurz Deutschland ein, bevor ich es vergesse, wir sehen auf der ganzen Welt eigentlich relativ wenig Abweichung, ein bisschen zu warm mal, hier ein bisschen zu kalt. Das ist alles im normalen Bereich. Aber auf der Südhalbkugel, gerade südlich von Australien und Richtung Südpol, da geht es richtig, richtig ab. Und da sind Abweichungen von unter minus 16 Grad. Also das heißt also 16 Grad zu kalte Abweichungen im Vergleich zum langjährigen Mittel 91 bis 2020. Und das ist schon eine Hausnummer. Vor allem hat das Auswirkungen auch auf unser Wetter. Und welches, das schauen wir uns jetzt gleich an. Wir können nochmal einmal die andere Karte angucken. Auch hier zeichnen wir mal Deutschland ein. Dort ist Deutschland und da sieht man, also das ist eine unfassbare Anomalie, die sich da in der Südhalbkugel abspielt und abgespielt hat und immer noch abspielt. Das ist jetzt die Karte für August. September sah das übrigens genauso aus. Und auch im Oktober sind immer noch diese Karten zu sehen, dass immer noch diese Abkühlung in der Stratosphäre auf der Südhalbkugel stattfindet. Schauen wir einmal auf einen anderen Vulkan, und zwar auf den Pinatubo aus dem Jahre 1991. Der ist auch ausgebrochen und hat auch eine gewaltige Menge an Schwefel, diesmal nicht Wasserdampf, sondern Schwefel in die Atmosphäre katapultiert. Und man sieht auch hier ganz klar auf dieser Grafik, dass eben die globalen Temperaturen der Stratosphäre signifikant runtergegangen sind nach Zeitpunkt der Eruption. Das hat jahrelang gedauert,
bis sich das wieder normalisiert hat. Und wie man sieht, hat das um und bei 5 Jahre hat es gedauert, bis man wieder auf Normalniveau war in der Stratosphäre. Jetzt kommen vielleicht die ein oder anderen Fragen schon bei euch im Kopf. Naja, der Winter 95, 96, der war doch unfassbar kalt. Das stimmt. Aber war der Winter 91, 92, nämlich der exakt nach der Eruption, auch zu kalt? Jein, würde ich sagen. Also kalt war er jetzt nicht. Man sieht es hier oben, die Mitteltemperatur in Deutschland war 1,25 in dem gesamten Winter. Das ist mittlerweile tatsächlich kälter als eigentlich so gut wie jeder Winter. Ich glaube 2016, 17 oder 15, 16, da waren wir knapp dran. Aber ansonsten hat das lange, müssen wir lange zurückgucken, ins Jahr 2013, meine ich. Da sehen wir denn mal einen kalten Winter, der unter 1,25 Grad zu warm geht. Aber so richtig kalt wäre nicht. Und man sieht auch rechts an den Schneehöhen und auch allgemein an den Abweichungen im Norden zum Beispiel hier, da sieht man, es ist deutlich zu warm gewesen. Und an der Schneehöhe sieht man auch, das war ein klassischer Berglandwinter. Also wir haben hier eine Mittelschneehöhe von fast 7 Zentimetern. Das ist ja nichts. Und wie man sieht, ist im ganzen norddeutschen Flachland eigentlich so gut wie nichts gefallen. Nur eben Richtung Alpen, Richtung Mittelgebirge, da ist ordentlich was gefallen, aber das war halt ein klassischer Berglandwinter, im Flachland vom Winter nichts zu sehen. Schauen wir dann aber doch mal auf den Winter 95, 96. So ein ganz kleiner Sneak Peek, denn wir wollen ja mal gucken, wie es aussah. Ich habe ja schon wieder viele Kommentare von euch bekommen, dass ich doch diesen Winter auch mal vergleichen soll und auch mal so wie den Winter 62, 63 unter die Lupe nehmen soll. Und ja, das können wir auch noch gerne in einem gesonderten Video machen. Hier nur mal ganz schnell die Abweichung der Mitteltemperatur. Auch hier oben links wieder eingeblendet, im Mittel minus 2,5 Grad deutschlandweit gemittelt. Das ist schon eine Hausnummer. Und vor allem sieht man, der ganze Norden war diesmal zu kalt und nicht der Süden. Nein, es war andersrum. Der Norden war zu kalt, der Süden war sogar dahingehend etwas wärmer als der Norden, aber auch jetzt nicht besonders warm. Die Schneehöhen wiederum, da sehen wir ein Mittel, das ist doppelt so hoch wie eben im Jahre 1991, 92, nämlich bei 14 Zentimetern. Und gerade auch im Norden Deutschlands, da auch gerade die Küsten, da ging es ordentlich ab, sieht man aber auch sonst. Also ich tue mich schwer, eine Station zu finden, wo es wirklich gar nicht geschneit hat im Winter. Und ja, das ist schon etwas ganz Besonderes. Schauen wir uns also nochmal an, ob es wirklich Auswirkungen gibt in der Atmosphäre. Und ja, wir haben ja gesehen, es gibt atmosphärische Auswirkungen, stratosphärische Auswirkungen, aber hier sieht man nochmal in einer anderen Grafik dargestellt in 26,1 Hektopascal Höhe. Ich habe es mir aufgeschrieben, Achtung, 22.234 Meter ist das hoch, also exakt in der Stratosphäre, und da sehen wir eben einen signifikanten Abfall der Temperaturen. Ab Start der Eruption, da geht es deutlich ins Negative und da bleibt es auch bis heute. Ich habe sogar, es ist die Grafik bis August, Ende August. Im Oktober sieht es immer noch genauso aus. Also das ist jetzt irrelevant, ob es bis jetzt ist oder bis August. Es ist einfach gleich. Und dementsprechend sieht man, dass diese Wasserdampfmenge einfach eine unfassbare Kühlung auf die Stratosphäre auswirkt. So, was man also noch sagen kann, bevor wir jetzt das komplette Fazit einmal hier einblenden. Ich möchte einmal noch dazu sagen, dass Wasserdampf zwar kühlt und uns vielleicht im jetzigen Winter einen besonderen Kühlungseffekt auch bei uns in der Troposphäre bringen kann in Mitteleuropa, aber auf lange Sicht gesehen ist es halt ein Treibhausgas. Und ein Treibhausgas ist wie jedes andere Treibhausgas erwärmbar und führt demnach zur Erwärmung. Ne? Also somit ist es also ganz klar, dass wir auf lange Sicht gesehen von dieser Vulkaneruption eher warme Folgen davon tragen werden. Dennoch sehe ich einen doch signifikanten Vorteil für diesen Winter, den wir kriegen könnten. Denn, das ist alles spekulativ, so einen riesen Vulkanausbruch hat es ja in den letzten 100 Jahren nicht vergleichbar gegeben. Das heißt, man hat da keine richtigen Aufzeichnungen für. Man kann aber sagen, dass dieser Vulkanausbruch etwas gemein hatte, und das schauen wir uns jetzt an. Beziehungsweise nicht der Vulkanausbruch, sondern diese Kausalität. Schauen wir uns an. Also wir schauen uns erstmal an jetzt, was ist überhaupt Korrelation und Kausalität? Ich habe es versucht, leicht und verständlich aufzuschreiben. Also Korrelation ist eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen. Beide Merkmale müssen sich nicht gegenseitig beeinflussen, können es aber. Beispiel, das hatte ich letztens im Video genannt und auch in den Kommentaren schon beantwortet, die Schneedecke in Sibirien. Die ist ja immer so ein guter Punkt, guter Faktor, guter Rahmen. Faktor, den man gerne und auch mal nennt, der kann gute Auswirkungen bei uns haben, muss aber nicht. Also es ist möglich, es ist aber nicht zwingend so. Es ist keine Kausalität, denn eine Kausalität beschreibt eine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Merkmale sind voneinander abhängig und beeinflussen einander, wie eben zum Beispiel, und jetzt kommt es, warum ich denke, dass der Wasserdampf eben einen kalten Winter bei uns auslösen könnte, kalte Stratosphäre auf der Südhemisphäre bei uns im Sommer. Also jetzt quasi im Sommer bei uns ist ja auf der Südhemisphäre und auf der Südhalbkugel Winter, löst eine negative und
eine negative NAO in der Nordhemisphäre im nachfolgenden Winter ausgemittelt und allgemein eine schwächere und gestörtere Zirkulation und Struktur in der ganzen Nordhemisphäre samt Polarhimmel. Das war kompliziert jetzt. Ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen. Kurzum, ich möchte da einfach nur sagen, dass ich glaube, dass der Winter kalt werden könnte und dass das unsere einzige Chance ist, warum dieser Winter kalt werden könnte. Weil es ist nichts, spricht für einen richtig kalten Winter aktuell in diesem jetzigen Winter 2022-2023. Außer eben jetzt vielleicht diese neue Erkenntnis, dass es immer so war, dass die NAO in der Nordhemisphäre des folgenden Winters negativ war, wenn die Stratosphäre der Südhemisphäre im davor folgenden Sommer zu kalt war. Mensch, das war kompliziert, oder? Also ich fand das selber ein bisschen kompliziert. Ich habe auch lange gebraucht, um mich da einzulesen. Gut, man muss dazu aber auch nochmal sagen, der Pinatubo, den ich eben gerade als Vergleich genommen hatte, der ist auf der Nordhalbkugel. Also der ist kurz vor dem Äquator, aber eben noch auf der Nordhalbkugel und hatte zwar extreme Auswirkungen in der Stratosphäre, aber nicht auf der Südhemisphäre. Also da hat man jetzt, weil ich ja gesagt habe, der Winter ist nicht kalt geworden bei uns, im Mittel zumindest nicht, lag einfach auch daran, dass wir da keine negative NAO hatten. Ansonsten, wenn die Südhemisphäre, ich sag's nochmal, die Stratosphäre der Südhemisphäre kalt war im Sommer, dann hatten wir immer eine negative NAO, also nordatlantische Oszillation, im darauffolgenden Winter bei uns. Und das ist zu, ich weiß es nicht, 60-70% auf jeden Fall ein Omen für kälteres Wetter, weil wir eben einen geblockten Atlantik haben und eine gestörte Zirkulation meistens auch. Warum das aber einen Zusammenhang hat, also warum das Kausalität ist, das weiß keiner. Das weiß kein Forscher, das weiß kein Meteorologe, kein Klimatologe, niemand. Aber es ist so. Aber man weiß halt nicht warum. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dieses Video, und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer und habt vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, weil das ist wirklich unsere letzte Hoffnung auf einen kalten Winter dieses Jahr. Dementsprechend, ja, hoffe ich, dass euch das gefallen hat, das Video, und ihr das gerne weiterempfehlt, das Video. Gerne den Link weiterschicken, auch gerne abonnieren, liken, kommentieren und die Glocke aktivieren. Dann bis zum nächsten Mal, bis morgen früh zum morgendlichen Update des Wetters. Tschüss.